Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Enshrouded. So, ich habe ein bisschen Material zusammengesucht. Ihr seht da vorne der Hügel, der da normalerweise ist hier. Den habe ich mal weitestgehend entfernt, sagen wir mal. Außerdem habe ich die Kisten ein bisschen aufgeräumt. Wir haben jetzt hier alles Mögliche noch an älteren Waffen. Die Metallwaffen habe ich mir mal hier reingenommen. Hier haben wir noch das Harz, das kann noch raus. Hier in der Kiste sind Materialien drin, alles Mögliche. Die obere Kiste, da ist sogar leer geworden und hier ist alles drin, was so Nahrung ist und auch die Tränke jetzt im Moment. So, wir brauchen Metallplatten. Man kann diese Eisensachen, die man nicht mehr benutzt, die kann man zerlegen. Da kommen Runen raus. Leider kein Metallschrott. Und die Runen, die würde ich, die habe ich glaube ich auch hier mit drin, ne? Ja. So, die heben uns mal auf. Und die werden wir dann benutzen, sobald wir irgendwie ein bisschen bessere Sachen haben. So, ich habe relativ viel Stein gefarmt und auch ein bisschen Holz. Also wir haben hier 470 Steine und wir haben auch jede Menge Holz hier. Wir haben ein bisschen Miasma-Holz. Das haben wir für irgendwas gebraucht. Jetzt weiß ich nicht mehr genau für was. War das hier in dem... War das hier bei der Rüstung? Nee, da war es nicht. Schilde? Nein. Also ich glaube, das hatten wir schon gebaut, ne? Wir hatten das schon gebaut. Also wir könnten uns jetzt hier diese Kämpferstiefel machen. Weil wir haben nicht viele Metallplatten. Wir brauchen unbedingt Metalle. Wir haben aber nur 3 Stück oder so. Oder 2 sogar nur. Also wir brauchen mehr Metall. Wir haben ja jetzt die bessere Spitzhacke. Damit geht das alles etwas flotter. Wir haben hier noch ein bisschen Fleischkrams und so ein Krempel dabei. Ich würde sagen, wir ziehen einfach mal los und gehen runter ins Miasma. Achso, hier bin ich jetzt blöd. Wo ist denn die Brücke? Da hinten. Gott. Dachte echt, die wäre ein bisschen näher. Und dann gucken wir mal, ich würde gerne mal noch den ein oder anderen Hasen schießen. Falls wir irgendwo einen sehen. Die sind doch immer überall rumgerannt. Irgendwo waren doch immer ganz viele Kanickel. Wo waren die denn nochmal? Hier müssen wir mal irgendwann hoch. Da brauchen wir diesen Greifhaken, den haben wir auch noch nicht gebaut. Aber das kommt noch. Ich dachte, hier wären die Kanickel gewesen. Ne, die sind nicht hier. Naja gut, wir werden die schon finden. Die alten Hasen. Die kleinen ollen Rammler. So, da müssen wir mal runter. Da hinten ist auch sowas, das sieht aus wie eine Höhle. Da kommt man aber, glaube ich, nur im Greifhaken hin. Wir brauchen auf jeden Fall... Haben wir doch schon mal einen Kanickel. Kommt da Fellfetzen raus? Ne, da kommt auch Tierhaut raus. Hab mal gucken gehen. Fleisch. Also diese Fellfetzen, die wir gefunden haben, die brauchen wir halt auch. Aber die waren, die haben wir bisher nur aus Ratten rausbekommen, warum auch immer. Nee, gut, ist nicht so schlimm. So, dann gehen wir mal hier runter und gehen uns ein bisschen Metall holen. Da kommen wir nun mal leider nicht drum rum. Und sobald wir das haben, geht es dann ein Stückchen weiter. Das ist das Falsche. Huch. Ach, guck mal, wer da ist. Und wieder ein Ring. Das ist derselbe Ring. Okay. Den kann man zerlegen. Hier ist immer dasselbe drin. Ne? Na ja, gut. So. Hier das Ding.
So, zweimal Metallschrott. Wieder kam gar nichts raus. Da auch nicht. So, okay, na gut, dann gehen wir mal, wo gehen wir denn hin? Ich würde sagen, wir gehen mal auf der anderen Seite wieder hoch und gehen oben auf die Brücke drauf und schauen mal, ob wir da irgendwie noch was finden können. Wieder eine Fackel gefunden. Immer diese Fackeln. Feuerstein, okay. Wir brauchen einfach mehr Metall. Ohne Metall kommen wir nicht weiter. Leider am Anfang ist das ein bisschen... Naja, wie soll man sagen? Ist ein bisschen grinding. Aber es geht. So, hier ist der Kollege irgendwo mit der Armbrust, ne? So, viermal Metallschrott. So stelle ich mir das vor. Sehr gut. Dann den hier. Da kommt nichts raus. Schlafen. Da ist auch nichts bei gewesen. So, hier ist doch was. Sehr gut. Dreimal Metallschrott. Kann man die Fallen da abbauen? Man kann sie entfernen, aber man kriegt da nichts dafür, ne? Ah, entschärfen kann ich die. Okay. Okay, ich kann die entschärfen, das wusste ich nicht. So, noch ein paar Knochen. So, hier kommen wir nicht weiter. Man noch hier hochgehen, da ist auch noch irgendwas gewesen. Ein Riesenhaufen Metall. Einmal Metallschrott. Okay, also viel ist es nicht. Na gut. Gehen wir mal gerade da vorne hin, da kommen wir noch nicht weiter, wenn ich mich da recht erinnere. Wir kommen, müssen, oder ich glaube, wir könnten sogar weitergehen, bin mir gerade nicht ganz sicher. Waren da gerade? Ach, ein Wolf ist das. Straße ist blockiert, genau, dafür brauchen wir den Greifhaken, genau, deswegen kommen wir hier nicht weiter. Stimmt, so war das. Na gut, aber ist nicht schlimm. So, dann lass uns hier den Wolf hier noch mitnehmen. Leider nur ein paar Knochen. Huch, das wollte ich nicht. So, nehmen wir nochmal die Keule, dann gehen wir mal hier rüber. Hier gibt es ja auch noch ein bisschen Kram zu holen. Und dann können wir mal gucken, ob wir hier ein paar Sachen eventuell, ob wir hier eventuell ein paar
paar Metallsachen finden. Ne? Hier haben wir den Schmied irgendwo hergezaubert. Wenn ich mich da recht erinnere. Mal gucken, ob wir so ein Ding hier abbauen können. Bin mir da gerade nicht ganz sicher. Oh ja, das geht. Okay. Dreimal Metallschrott. Na, immerhin. Metallschrott. Ja, perfekt. Läuft. Können wir alles sehr, sehr gut gebrauchen. Hält nur sehr viel aus, der Teil dann, ne? Sehr gut. So, dreimal Metallschrott. Cool, wenn man hier auch reparieren kann. Na dann, dann bauen wir mal hier ab. Warte mal gerade, ich mach mal gerade so und so. Machen wir mal hier kurz einen Screenshot. Muss mal sein. Hat Anzeigen. So. Das ist ja super, dass da direkt ein Amboss steht, ne? So, wo ist das Eisen jetzt hin? Kam nichts raus, oder was? Warte, ich trinke mal hier so ein Wasser. Auch gut. Dreimal Metallschrott. Nicht effektiv. Okay. Das ist neu. Das habe ich noch nie gesehen. Aber dann machen wir da wahrscheinlich keinen Schaden dran an dem Teil, ne? Eine explosive Kugel. Lesen. Das haben wir alles schon gelesen. Deswegen mache ich das jetzt gerade nicht nochmal. Okay, dann bauen wir hier die Dinger halt noch ab. Aber das ist super. Dann können wir das gleich einschmelzen und dann können wir uns die bessere Rüstung da bauen. Auch dreimal Metallschrott. Sehr schön. Ist halt leider etwas zeitintensiv. Aber ich will halt auch nicht alles irgendwie offline zusammenfarmen gehen. Ne? Das ist ja irgendwie auch doof. Also ist zwar schön, dass dann im Let's Play irgendwie direkt irgendwie gebaut und hergestellt werden kann, aber ich finde, das kam wieder nichts raus. Ich finde, das hat immer so, keine Ahnung. Das verfälscht immer so das Gameplay. So meiner Meinung nach. Weil so schnell, wie man die Sachen halt teilweise herstellen kann, geht es halt einfach nicht. Ne? Das ist nun mal so in Spielen. In manchen Spielen muss man halt eben ein bisschen auf Gegenstände kloppen, um Sachen zu bekommen. Ist ja auch doof, wenn du irgendwie in jeder Folge sagst, ja, ich habe jetzt schon mal alles besorgt und wir können jetzt direkt loslegen. Und wie viel Metallschrott haben wir denn jetzt eigentlich hier schon? 33. Das wären dann schon 16 Platten. Okay, eins nehmen wir noch mit. Dann gucken wir uns noch mal kurz um und dann machen wir porten wir nach Hause. Wieso nicht effektiv?
Was ist denn? Okay. Dann porten wir nach Hause und machen. Dann können wir uns die Sachen herstellen. So, hier, da. Sehr gut. Kurz nochmal umschauen hier. Was es hier sonst noch eventuell gibt. Hier ist noch so ein Teil, das kann man kaputt schlagen, das geht schnell. Auch nochmal zwei Metallschrott. Ich gehe mal noch hier rüber gucken. So, der Schmied, der war hier irgendwo drin, ne? Hier in dem Ding. Krypta der Erbauer, Schmied. Ach, da steht noch einer. Auch noch mal vier Metallschrott. Hier war eine Schatzkiste drin. Ist die nachgespawnt? Die ist auf jeden Fall zugewiesen. Zugewiesen, nicht zugewiesen. Oh, meisterhafter Streitkolben. Na, den nehme ich doch gerne mit. Vor allen Dingen, weil man diese Waffen zerlegen kann. Lass mal gerade gucken. Was ist eigentlich hier mit dem Ring? Den haben wir ja schon zweimal an. Den kann ich nur löschen, den kannst du nicht zerlegen. Und wo ist der Streitkolben hin? Hier unten. 16 Schaden um die Keule. Macht 17. Nahkampfwaffe, aber die ist ungewöhnlich. Und die Keule hier, die ist halt Standard, ne? Gewöhnlich. Den nehmen wir mal. So, hier war der Schmied drin. Was ist denn eigentlich hier mit den Teilen? Kann man die kaputt machen? Ah, da kommt Stoff raus. Okay. Na gut. Alles klar. Dann gehen wir gerade raus, porten nach Hause. Hier müssen wir halt irgendwann noch hin. Schnellreise. So, und dann können wir direkt zur Schmiede gehen. Da ist ja schon jede Menge Kohle drin. Dann schmeißen wir jetzt hier das Metall rein. Dauert 41 Minuten. Gut, das heißt, wir müssen da erstmal drauf warten. Machen wir mal gerade hier alles leer. Wir haben hier Erde, die kommt da rein. Erdwerkblock. Holz habe ich hier drin. Miasmaholz habe ich hier drin. Da haben wir auch schon 33. Stein, Feuerstein. Was ist das hier? Schutt haben wir auch ein bisschen. So, den anderen Krempel. Muss mal gerade gucken. Die Keule machen wir mal hier rein. Stattdessen nehmen wir den Streitkolben mit. Den Ring. Den haben wir zweimal an schon, ne? Charakter. 8 und 10, ne? 8 und 10. Wächterältesten. Dann können wir den auch löschen. Das ist ja. Das ist ja Quatsch. Der hat drei Runen, warte mal. Und der hier? Auch, das sind genau dieselben Ringe. Okay, dann können wir den löschen. Das ist, ist ja Quatsch, den aufzuheben. So, das da rein. Die Miasmasporen. Garn. Äste. Harz. Tierfell. Pflanzenfasern. Knochen. Und die eine Fackel hier, die können wir löschen. Ne, das war falsch. Aber wir mussten sowieso reparieren. So, das da rein. Jetzt haben wir hier noch die zwei Sprengstoffdinger. Wo habe ich denn die gehabt? Die waren auch hier, ne? Ja, so. Oh, Käse. Dann lass uns mal gerade gucken hier beim Schmied. Wenn wir sagen, wir wollen das Kämpferset bauen. Wenn ich mir das anpinne,
Und das anpinne. Ah, er zeigt nur eins an. Kämpferbrustpanzer. Da brauchen wir schon mal 3 Metallplatten für. Den können wir ja schon mal machen. So. Wir brauchen 4-mal Garn. 4-mal Tierfell. Also das Garn, das Tierfell. Und wir brauchen das Harz. Harz 4. So. Kämpfer Set. Dann machen wir uns diesen Brustpanzer hier als erstes mal. Und dann können wir den auch direkt mal ausrüsten. Das Ding hier können wir direkt löschen. So, man kann hier auch Ausrüstung verbessern. Mit Runen 3 Schnittschaden. Ja, der Streitkolben ist halt... Ach, der ist auch zweihändig. Ich weiß nicht genau, wie gut das mit dem Blocken ist, ne? Na gut, ist nicht so schlimm. So. Dann Kämpferset. Den Helm hier. Da brauchen wir nur eine Metallplatte. Könnten wir eventuell schon haben. Noch 30 Sekunden. Okay. Naja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz eine Runde kochen. Kochen wir uns hier mal schnell einen Wolf. Warum denn eigentlich nicht? Muss ja auch mal zwischendurch irgendwann sein, ne? So, da ist die Metallplatte. Einmal Kämpferhelm, bitte. Fight fire with fire. Genau, das hatten. Da gibt's einen Song von Metallica von. Auf der Ride the Lightning, der erste Song. Ausrüsten. Sehr schön. Endlich haben wir mal hier, guck mal hier. Sieht schon aus wie ein edler Ritter. Porky Bot wäre stolz auf mich. So, jetzt brauchen wir halt noch hier vom Kämpferset die Handschuhe. Braucht auch nur 2 Metallplatten. Der braucht wieder 3. Der braucht wieder eine. Okay, machen wir als nächstes hier die Handschuhe. Dann haben wir die Hälfte durch. Ja, die Metallplatten sind halt ein bisschen... Ja, zäh, sagen wir mal. Aber ist nicht so schlimm. Pass auf, wir nehmen uns einfach mal hier unsere Steinblöcke und die Steine. Und dann gehen wir mal an die Werkbank. Gehen wir mal an die Werkbank und sagen grobe Steinblöcke. Wir können da jede Menge von machen. Dadurch, dass ich ein bisschen Stein gefarmt habe zwischen der letzten Folge und dieser hier. So, jetzt haben wir 5000. Das sollte für den Anfang reichen, ne? So. Und dann fangen wir mal an hier. Baumodus. Es ist auch irgendwie wohl gepatcht worden, dass ich... Guck mal, ich kann jetzt mit der Maus hier richtig schön smooth von Reihe zu Reihe springen. Da hatte ich ja irgendwie ziemlich Probleme mit gehabt. So. Wir bauen uns ein Häuschen. Ein besseres. Dreh das hier mal rum. Ich würde hier in die Ecke vielleicht den Schmied machen wollen. Deswegen mache ich mal hier so 3 Wände. Und hier vielleicht auch... Na, hier machen wir mal ein Fenster hin. Ne, hier machen wir noch... Oder? Ich mache erstmal eine Wand und notfalls bauen wir uns einfach ein Fenster rein. Ha, das ist ja das Schöne davon. An dem Bausystem hier. So. Hier können wir dann aber mal, glaube ich, ein Fenster machen. Und hier auch. So.
Dann brauchen wir hier natürlich irgendwie, warte mal, das ist ein Türrahmen. Das ist hier ein Boden, ne? Nein, das war falsch. Warte mal, mit Z kann man übrigens das rückgängig machen. Wir brauchen hier einen Boden. So. Und ich hätte gerne irgendwie eine Treppe hier drin. Überlege, ob wir die. Machen wir die auch aus Stein? Ich mach die mal aus Stein. Ich setze die mal so hier hin. Wird schon passen. So, und dann machen wir hier mal. Machen wir hier mal zu. Bausystem ist einfach so genial. So, da haben wir hier zumindest mal eine zweite Etage. Dann hier hinten in die Ecke, hier so Schmiede, Brennofen, Schmied irgendwie. Und dann würde ich das hier auch so zumachen bei Gelegenheit. Wenn ich den hier nehme und den rotiere, kann ich das so mit der Treppe sogar so machen. Könnte man hier so ein kleines Minilager reinmachen. Machen wir mal hier so einen Türrahmen hin. Das ist aber ein niedriger Türrahmen, ne? Warte mal, da machen wir mal irgendwie ein bisschen anders. Das sieht irgendwie besser aus, ne? So, da vorne die Ecke noch zu. Das ist halt das Geile an diesem Bausystem, ne? Hier, du kannst dir einfach mal hier so eine kleine, so eine Mini-Lücke irgendwie. Die machst du jetzt hier so ganz ruckzuck, ganz easy peasy, kannst du die hier zumachen. Ich meine, hier muss ja eh noch eine Wand hin. Ja. Mal gucken, ob wir das direkt mit einer Wand hinkriegen hier. Wenn ich die hier so hinstelle. Ja, geht auch. So, hätte ich gar nicht machen müssen unbedingt. Und hier machen wir dann mal ein Fenster wieder hin. Und dann kann man hier so hochgehen. Hier das Bett hin über der Schmiede, irgendwie so, dann ist es auch schön warm. So, raus aus dem Baumodus. So, dann gehen wir nochmal hier in unsere Schmiede. Da sind jetzt schon drei Metallplatten drin. Sehr gut, das heißt, wir können uns die Kämpferhandschuhe vom Oswald machen lassen. Sehr, sehr cool. Ausrüsten. Es wird. Jetzt fehlt uns als nächstes die Hose. Da brauchen wir jetzt noch eine Metallplatte. Und hier noch eine. Okay, dann lass uns gerade die Stiefel machen. Dann fehlt uns nur noch die Hose. Ausrüsten. Die können wir löschen. Jetzt fehlen uns nur noch die Hose. Also zwei Platten oder so. Gut, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ja, dann bauen wir halt noch ganz kurz. Das ist sowieso, obwohl das ist sowieso Nacht. Ich lege mich mal hin und schlafe. Dann können wir die Nacht überspringen. Ja, vielleicht an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare zu Enshrouded. Ja, ich weiß, ich habe das mit der Nacht, mit der mal 60 oben, ich habe das irgendwie nicht gesehen. Es wird ja auch ausgeblendet. So, ich bleibe jetzt noch ein bisschen liegen. Jetzt wird es langsam wieder hell, das ist schön.
Obwohl, warte mal, wenn die Nacht schneller läuft, was sind da mit meinen Metallplatten? Trotzdem nur eine rausgekommen, ne? Schade. Hätte ja können sein, dass die dann auch schneller fertig sind. So. Huch, das wollte ich so nicht. Ich glaube, ich mache mir hier irgendwie so ein... Ich mache mir hier so ein Vorbau dran. So ein bisschen. Nee, das war falsch. So, und dann können wir da drauf die Wände stellen, beziehungsweise wir können dann hier noch so Steinsäulen drunter machen. Schlecht ist es nicht, ne? Terrain kann man auch anpassen, sehe ich gerade. So, das wäre da. Mache ich jetzt... Ich glaube, ich mache nur... Aber wir machen mal... Die sitzt eins von außen nach innen. Machen wir die mal hier hin. Passt. Jetzt die Frage, macht man hier 4 oder 3? 4. Frage ist wo? Mal da. Ich glaube, wir müssten einmal hier hin. Lässt sich leider nicht so super gut irgendwie vermitteln. Das war schon mal falsch, was ich da gebaut habe. Das ist sehr gut. Das war auch falsch. So, ist das einigermaßen... Könnte noch ein Stückchen rüber eigentlich, ne? Die müsste ungefähr hier hin. Und die muss auch noch einen nach rüber. Das sieht doch einigermaßen mittig aus, ne? Finde ich gut. So, dann die letzte Metallplatte, die letzten paar Sachen für die Hose. Zwei Stück, sehr gut. Kämpferset, einmal Hose bitte. Danke. So, ausrüsten. Die hier können wir löschen. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier zu den Dings. Immer noch. Nein, Quatsch. Hier zur Kiste. Steine weg.
Die Metallplatten mache ich mal mit da rein. Jetzt haben wir doch hier, jetzt sehen wir da einigermaßen vernünftig aus. Das ist doch sehr gut. Prima, dann können wir ja in der nächsten Folge so richtig durchstarten, wa? Und können uns dann mal in Richtung des Elixierbrunnens begeben, ne? Das würde ich sagen, machen wir. Da müssen wir uns nur vorher noch ein bisschen Bufffood und alles mal nochmal durchgucken. Und vor allen Dingen brauchen wir die Handgranaten. Die nehmen wir da auch mit. Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.